Willkommen zurück, liebe Leute, zu Super Mario 64 Last Impact. Im letzten Part haben wir aufgehört mit dem Puzzle-Panel. Denn da hatte ich ja sogar keine Ahnung, wie ich das machen soll. Aber viele Leute tatsächlich in den Kommentaren haben mir geholfen. Da ein ganz großes Danke-Thanks, ne? Dankeschön. Vielen Dank, denn jetzt sollte ich Bescheid wissen. Und da die meisten Leute halt das Gleiche gesagt haben, gehe ich mal davon aus, dass es stimmen wird, ne? Sehr gut für Sado, aber oh wow, das geht sogar so. Das ist okay. Ich hätte jetzt gedacht, ich lande im Aus. So, passt auf. Drei Dinger müssen wir da drücken. Den. Dann den. Und dann. Den. Als ob. Als ob es so einfach ist. Oh mein Gott. Na gut, wenn man es weiß, ne? Das wird auf jeden Fall ein Stern sein, den man im Speedrun holt. Da bin ich mir doch fast sicher. So, und was können wir jetzt mit den 100 Münzen kombinieren? Der letzte. Komm, the ancient attacker. Beruhige ihn, okay. Okay. Okay, ich schaue mir das erstmal ganz kurz an, okay? Ich würde sagen, das ist nicht das Allerdümmste. Bevor wir gleich voll bekloppt sind. Was haben wir denn hier Feines? Erzähl mal. Wir sollten das niemals angefangen haben. Wir sollten beim ersten Signal gegangen sein. Und jetzt werden wir fertig gemacht. Mir tut mir leid, dass du damit reingezogen wirst. Okay. Mir tut's auch leid, Mann. Gib mir mal mein Flat. Können wir vorstellen, den brauche ich. Irgendwann so besiegt man ihn, oder? Okay, ja. Das war... Mensch! Das war ja schwierig. Okay, da ich mir jetzt sicher sein kann, dass das kein Problem darstellt. Gibt's hier gar keine Münzen? Gerade irgendwie? Kann es sein, dass in dieser Mission sämtliche Münzen weg sind? Ich weiß, das klingt bekloppt. Aber es wirkt so, oder? Und hier lagen doch irgendwo Münzen rum. Na gut, okay, dann ist mir das egal, dann... So oder so. Holen wir uns den Stern kurz und gehen dann an die acht roten. Dann müssen wir die 100 halt ohne Combination jetzt machen. Ist halt so. Soll aber nicht das ganz Schlimmste sein. Wir machen mal, ja, ich würde sagen, mit den 8 roten Münzen. Seht ihr? Ich habe doch gesagt, hier waren eigentlich Münzen. Als ob hier nirgendwo Münzen waren, ne? Lass mich hier doch nicht verarschen vom Spiel. Ja, worüber können wir kurz reden bei den 8 roten Münzen? Ich meine, ja. Wie geht's euch, ne? Wie geht's euch? Wie geht's mir? Mir geht's tatsächlich. Es ist okay. Es ist okay. Wer meine Informationsvideos kennt, weiß ja, dass ich momentan hart am Struggeln bin mit dies und das. Und ist halt auch immer noch so. Hat sich jetzt leider Gottes nicht... Oh, das war vielleicht dumm, oder? Hat sich jetzt nicht allzu groß geändert, der Struggle. Was auf jeden Fall durchaus schade ist, muss ich sagen. Denn ich für meinen Teil würde sehr gerne wieder... Ich würde sehr gerne wieder mehr Videos bringen. Ich würde sehr gerne wieder mehr Videos bringen. Ja, habe ich gerade gesagt, oder? Mehr Videos, mehr Streams und so. Aber es bin ich unbedingt... Ist mir nicht unbedingt vergönnt. Hab gestern so eine Stunde getestet, ne? So einen Teststream gemacht. Und dabei schon gemerkt, die Schmerzen kamen leider. Also, na, wobei Schmerzen will ich gar nicht sagen. Will ich gar nicht sagen. Was aber definitiv kam, war... so eine blutige Wunde. So eine blutige Wunde ist halt auch... ziemlicher Mist. Sind so Dinge, die du nicht willst. Und, ja.
Muss ich schauen, ne? Muss ich immer noch ein bisschen schauen. Das nervt. Das nervt mich ungemein, ja. Diese Tatsache, dass ich mich so krass zurücknehmen muss die ganze Zeit, das ist sehr, sehr störend für mich. Ich würde gerne ein bisschen mehr abgehen, ne? Wie man es eventuell von meinem Kanal eigentlich auch gewohnt ist oder von den Streams. Dass alles sehr, sehr regelmäßig eigentlich kommt. Das hätte ich gerne wieder zurück, ja. Das hätte ich wirklich gerne zurück. Und ich kann halt echt noch nicht sagen, wie lange es dauert. Es ist jetzt schon doch durchaus besser geworden, aber... bis zum Finale, wo ich sagen würde, ja, jetzt können wir wieder voll und ganz, ne, alles geben. Bis dahin ist es schon noch ein Stück. Hier war, glaube ich, nichts drin, wenn mich nicht alles täuscht. Werde zwar ein, zwei Sachen gleich noch kontrollieren, auch von innen, aber insgesamt war da, glaube ich, nichts. Muss auch sagen, ich glaube, so viele Münzen scheint es im Level halt auch gar nicht zu geben. Ist vielleicht ein bisschen knapper bemessen. Ja. So ist auf jeden Fall meine aktuelle Lage der Nation immer noch doof. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es bei euch besser ist. Achso, schade. Ich habe gehofft, dass er ein paar Münzen drin hatte oder so ein paar Kisten. Meinte mich daran zu erinnern. Jetzt der Flat weg. Lol. Als ob jetzt der Flat weg ist. Das ist schlecht. Das ist halt richtig schlecht. Das ist halt richtig, richtig scheiße, dass der weg ist. Ist die Kiste denn dann wenigstens wieder zurück, dass ich da vernünftig drauf komme? Oder habe ich jetzt die Kacke am Dampfen? Das Lied kommt übrigens angeblich aus Final Fantasy VII. Und wenn ich es jetzt so höre, könnte das sogar echt gut sein. Ja, okay, dann fuck it. Kein Flat für mich mehr. Wird halt schon trotzdem irgendwie gehen. So, komm mal her, dich mach ich platt. Gibst mir 5 geile Münzen. Oh, okay, lass mal kurz. Lass mal stecken. Das wird mir zu knapp. Das wird mir zu knapp, liebe Freunde. Kann man ansonsten irgendwas zur Planung oder so erzählen? Eigentlich nicht. Weil das Problem ist einfach, selbst wenn ich euch jetzt was sagen würde, ja, so und so ist das in der nächsten Zeit, ne? Keine Ahnung, ob ich es einhalten kann. Deswegen, nee. Das möchte ich im Moment nicht. Also, sorry dafür. Viele Leute fragen ja auch immer noch nach ganz vielen Projekten im Moment. Es geht halt leider im Moment nicht. Es geht halt, Leute, es tut mir so leid. Ich würde, glaubt mir, niemand würde lieber euch wieder alles geben, was ihr möchtet, wie ich. Vertraut mir, aber es ist einfach gerade nicht drin. So, wie viele haben wir mittlerweile? Da hinten war, glaube ich, auch noch so ein Fünfer. Nice. Und wenn wir den Fünfer haben, dann haben wir es auch, glaube ich, fast. Die 8 roten Münzen da zu sammeln, wird natürlich jetzt Problem. Ohne Flat. Oh, ich hoffe, ich habe das nicht verkackt, dadurch, dass ich da reingegangen bin. Weil echt meine Bedenken... Gab es nicht noch irgendwo einen Flat? Jetzt greif halt an. Mann! Dieser Ranz! Unbelievable! Ich brauche ihn doch dringend, Digga. Ich brauch's doch dringend. 89. Ah. Ja, mit der Energie wäre halt schon... Wäre halt schon ganz nice, ne? Kann ich eventuell... Ne. Hatte die Hoffnung, da vielleicht einen Wandsprung dran zu machen und dann... Oder halt so, ne? Das funktioniert natürlich auch. Aber volle Energie... Ja. Volle Energie wäre hier schon wichtig. Weil diese Piranha-Pflanzen... Weiß ich nicht. Die Hitbox von denen... Und überhaupt... Das ist nichts. Das ist nichts. Ich vermisse meine alten Piranha-Pflanzen. Ganz im Ernst. Alter. Diese Piranha-Pflanzen sind einfach so unmöglich. So unmöglich. Und ergeben gar keinen Sinn. So, wir haben 93. Mit der 5 und der Box da oben, an die ich glaube ich nicht rankomme, wird es gehen. Aber dafür müsste es mir endlich mal möglich sein, ihn hier zu besiegen.
Ja, komm, jetzt greif an. Na, endlich. das war jetzt aber auch wieder eine schwere Geburt. Der Wahnsinn, der Wahnsinn. So, wo muss ich denn jetzt hin? Frage ist ja gerade, wie komme ich an diese Box? Ich check jetzt nochmal ganz kurz was ab. Das ist, glaube ich, nicht so... Oh, okay, da. Oder ist der wieder neu gespawnt? Den haben wir noch nicht besiegt. Niemals im Leben. Komm her, Kollege. Ich sage was, wenn die Kamera nicht perfekt ist... Wenn die Kamera nicht perfekt ist, sind diese Gegner... Nein! Nein! Mamma mia! Nein! Okay, wisst ihr was? Mach ich offscreen? Ihr habt ja gesehen, wie die geholt wurden. Alles cool. Alles cool. Schauen wir uns noch schnell ein anderes Level an. Aber das... Da muss ich ja jetzt sagen, das macht mich jetzt doch ein bisschen... Ein bisschen zu wütend. Nee, ich explodiere. Ganz im Ernst. Gehen wir lieber nach Sunset Islet. Labor in the Lighthouse. Guck mal, das sieht doch mal jetzt wieder nach einer Welt aus, ne? Wo du dich entspannen kannst, wo du runterkommen kannst. Die Musik erlaubt es dir auch einfach zu entspannen. Na, ernsthaft jetzt. Das hat mich zu sauer gemacht. Oh, guck mal, das Ding hier ist in der Beta von Mario 64 auch enthalten. Hatte aber keine Funktion. Das bedeutet, man hat ihm tatsächlich in diesem Hack eine Funktion gegeben. Und zwar das Aufpumpen eines Ballons. Das ist die Frage. Nee, da dran? Keine Ahnung, was mit diesem Ballon ist. Werden wir irgendwann mal... Oh, seht ihr den Schatten da? Wirft eventuell der... Er hier diesen Schatten? Sehr denkbar, ne? Oh, ich glaube, das wird eklig. Das sieht ranzig aus. Oh, so richtig nicer Ranz, ja? Ah, wobei. Geht eventuell doch ganz gut. Ja, ich weiß, das ist natürlich der Noob-Sprung schlechthin. Ist mir klar. Aber im jetzigen Fall... Nein, ich hab's geahnt. Ich hab's so geahnt. Ich dachte mir so... Ja, machst du mal. Aber ich hab mir schon gedacht... Das kommt doch nicht hin, Visado. Das kommt doch nicht hin, was sie da machen. Ja. Und tatsächlich... Na? Intuition lag komplett richtig. Schön. Bei der Musik kann man halt gar nicht sauer werden. Es geht halt gar nicht, ne? Woher kommt diese Musik? Die sagt mir nämlich jetzt auch so persönlich irgendwie nichts. Sind aber auch immer... Also, es ist aber auch relativ schwer, die Lieder hier zu erkennen. Da ist ja immer so eine Art... So eine Art kleiner Remix ist von irgendwas. Habe ich zumindest das Gefühl. Ne? Habe ich zumindest das Gefühl, dass es immer so eine Art Remix ist. Deswegen, schwierig. Schwierig. Explore the Shell. Ah. Und dahin sind die 8 roten Münzen genau wie in Sunshine. LOL! Wo ist denn diese besagte Shell? Wo ist sie denn? Das ist doch jetzt hier die Frage. Das ist doch die große Frage des Tages. Ja. Na gut. Okay, wir haben eine Luftanzeige, die sich auf jeden Fall unterscheidet von Mario 64. Was auch nicht schlecht ist, weil bei Mario 64 konnte man so immer, ne? Kingler! Das ist eher Krabby. Der ist schon Kingler, oder? Das ist doch schon eher Kingler, würde ich schon sagen. Ich will nicht heulen, aber... Ja, hat doch geklappt. Ach, wie nix hat das geklappt. Oh, da ist was Neues aufgegangen. Eine Rocket. Nice. Ich
Team Rocket also auch mit dabei. Nein, witzig, Wallo! Ja, danke. Ich mir auch gedacht. Super, ne? Move to the Mountaintop. Hast du da auch noch ganz angenehm. Naja, wobei. Der macht da wirklich einen Stern hin. Das ist richtig cool. Das hat richtig viel Style. Ja, ja. Ich glaube, du redest einfach nur. Dich wolltest du mich jetzt töten, aber ist okay. So, wie kommen wir denn jetzt zu dem Mountain? Wo ist denn der? Da hinten ist der Mountain. Okay, alles klar. Versuchen wir mal hier rüber und dann... Was ist denn hier drin? Eine nice Feuerblume. Nice. Was bringt die mir? Das, was ich denke? Ja. Okay. Und im Wasser verliere ich sie, oder? Ja. War irgendwie klar, ne? Irgendwie schon. Okay, hier können wir uns schon mal merken, hier gibt es auch nochmal Münzen später. Und hier brauche ich die Feuerblume, ne? Es ist einfach so. Mit anderen Worten, Ficker, du brauchst die Feuerblume. Dann musst du auf das Schiff, um nicht ins Wasser zu kommen. Und alles super annoying und aufwendig. Geil. So mag ich meine Spiele. Aufwendig, mit viel zu tun. Das ist immer so das Ding, wenn du für einen einzelnen Stern... Es gibt halt, das ist halt aber auch normal. Es gibt immer irgendwelche Sterne, die sind so super... Ja, wobei es ist jetzt nicht so hardcore, weil... Ich bin ein Idiot. Weil da hinten ist der Stern schon, man sieht ihn ja. Hier ist Krabi. Guck mal, kleiner Mann. Oh, süß. Ein süßes Krabi. Wisst ihr, was ich auf mein Thumbnail packe? Ein fucking Kingler. Hört ihr mich mal. Ist über Clickbait, wenn da ein Pokémännchen drauf ist in Mario? Wie mal schreibst du denn in den Titel, du Fotze? Ich schreibe in den Titel, glaube ich. Moment, lass mich mal überlegen. Was könnte man in den Titel... Pokémon in Mario? Pokémon Gen 8 in Mario? Pokémon... das krasseste Pokémon ever in einem Mario-Titel? Keine Ahnung. Bin nicht so der Clickbait-Typ. Ich weiß nicht. Da sollte ich vielleicht Leute vorher fragen, ne? Was man da am besten jetzt... Oh, ich raste aus! Wow! Dieser Part ist ein einziger Fail. Erst die 100 Münzen. Gescheitert. Ja gut. Ist jetzt nicht ganz so schlimm, weil... Die hole ich nach. Da sehe ich halt jetzt echt nicht das Problem, ne? Das mache ich einfach offscreen, anstatt euch das... Also, ne? Ich könnte... Kann ich dann noch einblenden, wie ich den Stern einsammle, weil das fehlt euch ja im Grunde nur. Wenn euch das heiß macht, dann ist es okay. Dann schreibt es mir in die Kommis damit. Aber jetzt dürfen wir das hier ruhig mal schaffen, ne? Ich bin nämlich kurz davor zu sagen, ja. Wenn ich das noch länger in die Länge ziehe, dann das kannst du nicht machen, Besado. Das geht nicht. Oh mein Gott! Na gut, für den anderen ist das hier ganz lustig, der wird sich denken. Ja, okay, Mann. Ich find's auch unfassbar witzig. Aufregung ist gar nicht gut. Mit einer offenen Wunde, glaube ich. Aber deswegen hat die gestern auch geblutet, ne? Gestern im Stream, wer es nicht gesehen hat, es ging so viel ab. Haben wir eine Stunde Tests gestreamt und ich habe eine Stunde mich nur bedankt. Nichts anderes gemacht als danke. 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 Oh mein Gott, danke. Nichts anderes. Das war der Wahnsinn. Also war geil, ne? Für mich. Ich weiß nicht, wie es für die meisten Zuschauer war. Keine Ahnung. Aber für mich war es gut. Ja, ich komme da nicht drauf, ne? Oh, ist nichts vor. Versuch's mal von hier aus. Oh mein Gott. Ich dachte schon wieder, ne? So, jetzt gehe ich hier drauf und der nächste Weitsprung. Der nächste Weitsprung wird super. Das ist einfach... Okay, schnell, dann kannst du leider nicht. Wir können nicht am Tag der Musik mitspielen, wie in SML oder SML 2. Krabi! Okay. Freunde, wenn wir den Sprung jetzt verkacken, ne? Das wäre unschön. Da mache ich gar nicht drüber nachdenken. Haben wir nicht verkackt. Ich raste aus. Okay. Seht ihr? Dimmerzin? Das habe ich mir gedacht. Gut, dass ich diese Feuerblume vorher gesehen habe, ne? Also so easy peasy. Und ich nicht endlose Jahre danach gesucht habe, ne?
dieser Stern ist gerade eine Genugtuung für mich, ihn einzusammeln, wirklich. Der war hart. Irgendwie. Unbegründet hart war er. Ja, ja, so viel kann man dazu sagen. Liebe Freunde, das soll es aber vor diesem Part von SMS Last Impact gewesen sein. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Hat genauso viel Spaß wie ich. Oh, Spaß in den Backen ohne Ende. Wir sehen uns. Bis dann. Und ciao.